Wer hat die edelste Abstammung unter den Männern? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist Yusuf, Josef, der Edle, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen, der Sohn eines Edlen. Der Vater von Yusuf ist ein Prophet, sein Großvater ist ein Prophet und sein Urgroßvater ist ein Prophet und er selber ist auch ein Prophet. Es ist Yusuf alaihi salam, der Sohn von Jakob alaihi salam, der Sohn von Ishaq alaihi salam, der Sohn von Ibrahim alaihi salam. Eines Tages, als er ein kleiner Junge war, sagte er, O mein Vater, ich sah 11 Sterne, die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Jakob alaihi salam sagte zu seinem Sohn Yusuf, er sagte zu ihm, O mein lieber Sohn, erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern. Warum? Sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Der Vater wusste, dass dieser Traum bedeutet, dass Yusuf ein sehr hohes Level erreichen wird. Und der Vater wusste, dass er etwas ist, was die Brüder nicht akzeptieren werden, weil sie neidisch auf Yusuf waren. Und wir werden sehen, wie schlimm ihr Neid war. Die 10 Geschwister realisierten, dass ihr Vater immer Yusuf und Benjamin bevorzugte. Sie sagten, wir sind jung, wir sind stark und was ist Yusuf im Vergleich zu uns? Er ist nur einer und wir sind 10. Und trotzdem bevorzugt unser Vater Yusuf gegenüber uns. Das ist für uns nicht akzeptabel. Was war jetzt die Lösung? Uktulu Yusuf, tötet Yusuf. Sie sagten, wir werden ihn töten und machen dann Tauba. Wir bitten Allah um Vergebung. Sie gingen also zu dem Vater und sie sagten, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir sind stark, wir werden uns um ihn kümmern. Lass ihn mit uns kommen, um mit uns zu spielen. Wenn du dir die Geschichte von Yusuf ansiehst und über sie nachdenkst, dann findest du ein Meer voller Weisheiten und Lehren. Jakob a.s. hatte 12 Kinder, 2 von einer Frau. Diese sind die Jüngsten, Benjamin und sein älterer Bruder Yusuf. Jakob bevorzugte Yusuf und Benjamin gegenüber den Rest. Die anderen 10 hatten ihre Augen stets auf die beiden Brüder, Yusuf und Benjamin. Und sie mochten es nicht, dass ihr Vater sie stets bevorzugte. Yusuf war sehr jung zu dieser Zeit. Er war ein Kind. Er sah den Traum 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Sie machten Sujud für ihn. Er erzählte seinem Vater von seinem Traum. Er sagte, O mein lieber Sohn, erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern. Warum? Sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Und das sagte er seinem Sohn. Allah wird dich auserwählen und dir die Deutung der Träume lehren. Die 10 Brüder kamen zusammen und realisierten, wir sind stärker, wir sind reifer, wir sind eine starke Gruppe und unser Vater bevorzugt Yusuf uns gegenüber. Unser Vater befindet sich fürwahr im deutlichen Irrtum. Das ist das, was sie zu ihrem Vater sagt. Was ist also die Lösung? Uktulu Yusuf, tötet ihn oder werdet ihn einfach los. Nachdem wir solch ein Verbrechen begangen haben, werden wir rechtschaffene Leute sein. Der ältere und etwas nachsichtigere Bruder sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihn schon einige der Reisende auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. So sind wir ihn losgeworden und zur selben Zeit haben wir ihn nicht getötet. Sie akzeptierten diese Idee und sie dachten darüber nach, wie sie ihren Vater überzeugen könnten. Lasst uns zu unserem Vater mit einer guten Absicht gehen. Jakob hat seinen Sohn Yusuf so sehr geschützt, dass er es nicht erlaubt hat, mit ihnen rauszugehen und zu spielen. Sie sagten, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiele finde. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt. Und dann sagte er, und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr unachtsam seid. Sie nahmen Yusuf also mit sich und gingen raus und spielten. Sie warfen ihn in einen Brunnen. Als sie ihn in den Brunnen warfen, offenbarte ihm Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese Tat kundtun, ohne dass sie es merken. Und dann nahmen sie seine Kleidung und schlachteten eine kleine Ziege. Sie gossen das Blut der Ziege auf seiner Kleidung und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten, O Vater, weißt du, was passiert ist? Und der Vater schaute nach Yusuf. Wo ist Yusuf? Sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen.
und sie kamen mit dem Hemd von Yusuf, welches voller Blut war. Und Allah sagt, sie brachten falsches Blut auf sein Hemd. Sie betrogen ihren eigenen Vater. Das Hemd war nicht einmal gerissen. Das Ja'qub sagte, Subhanallah, wie barmherzig ist der Wolf. Er aß meinen Sohn und ließ das Hemd. Nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. So gilt es jetzt, schöne Geduld zu üben. Yusuf war in den Brunnen und eine Karawane von Reisenden kam vorbei und sie sandten jemanden, der Wasser holen sollte. Er ließ den Eimer ab und Yusuf hielt sich an den Eimer fest und der Mann zog den Eimer raus und fand ein Kind. Er war so glücklich. Warum? Weil in dieser Zeit Sklaven eine Menge Geld eingebracht haben. Er hob ihn hoch und nahm ihn mit sich in seiner Karawane und sie gingen weiter nach Ägypten. Und dort verkauften sie ihn in Ägypten, sie verkauften ihn für einen guten Preis, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis. Warum? Sie wussten nicht, zu wem dieser Junge heranwachsen wird. Und hätten sie ihn für Gold in der Menge seines Gewichtes verkauft, dann wäre es ebenfalls ein billiger Preis. Und an wem haben sie ihn verkauft? Der ihn gekauft hat, sein Name ist der Aziz. Er war der Schatzmeister in Ägypten. Dieser Schatzmeister war impotent. Deshalb hatte er keine Kinder. Als er das junge, schöne Kind gefunden hat, kaufte er ihn. Er ging zurück zu seiner Frau und sagte, bereite ihn einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns irgendwann nützlich sein. Oder wir nehmen ihn als Kind an. Und der Aziz liebte Yusuf so sehr, dass er ihn mehr wie einen Sohn behandelte. Er wuchs im Haus des Aziz auf. Und als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutestuenden. Die Frau des Aziz präsentierte sich Sayyidina Yusuf. Sie, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Und sie schloss die Türen und sagte, da bin ich für dich. Sie versuchte mit ihm zu schlafen gegen seinen Willen. Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und Yusuf a.s. rannte vor ihr weg. Und als er vor ihr wegrannte, verfolgte sie ihn, packte sein Shirt von hinten und Yusuf a.s. floh vor ihr. Sie zerriss von hinten das Hemd und während die Stadt warnt, kam wer herein? Ihr Ehemann. Sie wurde erwischt. Sofort verdrehte sie die Tatsachen. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur das Gefängnis oder schmerzliche Strafe. Aber sie schlug nicht vor, ihn zu töten. Er sagte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Selbstverständlich wollte Yusuf a.s. sich verteidigen. Dann schickte Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment einen Verwandten. Er kam und sagte, ich werde euch sagen, wie wir die Wahrheit herausfinden. Wenn sein Hemd von vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er gehört zu den Lügnern. Wenn sein Hemd aber von hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Weil wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, bedeutet das, dass Yusuf sie attackierte und sie angriff, sodass sein Hemd riss. Wenn sein Hemd aber von hinten zerrissen ist, bedeutet das, dass sie ihm hinterher rannte und versuchte ihn zu greifen. Es ist ein sehr weiser Vorschlag. Sein Hemd war von hinten zerrissen, also hat sie gelogen. Als er sah, dass sein Hemd von hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen, eure List ist gewaltig. Dann sagte der Ehemann zu Yusuf, Yusuf, lasse davon ab, bedeutet, ignoriere es, rede nicht darüber, als ob es nie passiert wäre. Er wollte einen Skandal verhindern, es wäre ein politischer Skandal für sie. Und dann sagte er seiner Frau, und du, jene, bitte um Vergebung für deine Sünde, du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Die Frauen kamen zusammen und sie plauderten. Sie sprachen über die Aktion der Frau des Aziz. Die Frau des Hohen Aziz versucht, ihren Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich im deutlichen Irrtum. Als die Frau des Aziz davon hörte, was sie über sie erzählt hatten, wollte sie den Frauen zeigen, dass das, was sie tat, ihrer Natur entsprang. Denn dieser Mann, Yusuf a.s., war extrem gut aussehend. Er war ein extrem gut aussehender Mensch. Sie lud die Frauen ein, sie bereitete eine schöne Sitzung vor. Alle von den Frauen saßen und sie bekam Früchte. Sie gab ihnen ein Messer, um die Früchte zu schälen.
Und als sie dort sitzend sprachen, ließ sie Yusuf a.s. die besten Kleider anziehen, jedoch wusste Yusuf a.s. nichts von dem Plan, den sie schmiedete. Und während sie dort saßen, lächelnd, lachend, Früchte essend, rief sie Yusuf und ordnete ihm an, zu kommen. Die Tür öffnete sich und Yusuf kam herein. Sie stoppten und schauten zu Yusuf und vergaßen alles um sie herum. Allah bewahre, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Und während sie ihn anschauten, waren sie betäubt. Sie schnitten sich in die eigenen Hände, anstatt die Früchte zu schneiden. Und jetzt hatte Yusuf a.s. nicht nur eine Sorge, nicht nur eine doppelte Sorge, sondern er hatte dreifache Sorgen. Von einer Frau, die ihn jagte, sind jetzt all diese Frauen hinter ihm her. Jetzt verstanden sie, was die Frau des Aziz durchgemacht hat. Sie sagten zu ihnen: Seht, das ist der, dessen Wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird ganz gewiss zu den gering Geachteten gehören. Sie rennt ihm immer noch hinterher und droht ihm. Und die Frauen, die ihn sahen, sie alle ermutigten, ihm zu gehorchen. Nun wurden die Dinge sehr, sehr schwierig, schmerzhaft und qualvoll für Sayyidina Yusuf a.s. salam. Verführung umgibt ihm von jeder Seite. Er sagte: O Allah, bringe mich ins Gefängnis, zumindest entkomme ich dieser Fitna, dieser Verführung. Es ist besser für mich. Yusuf tat dies alles, um eines der wirksamsten Verführungen, der ein Mann überhaupt ausgesetzt sein kann, zu entkommen. Da sagte er: Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende, der Allwissende. Nun hat sich die Nachricht verbreitet, es ist nun ein Skandal. Wie können sie das Problem lösen? Indem sie ihn ins Gefängnis werfen. Als er das Gefängnis betrat, betraten mit ihm zwei andere das Gefängnis. Diese zwei Männer, das waren Sklaven, die für den König arbeiteten. Und eines Nachts sahen sie einen Traum. Der eine sah sich Wein auspressen. Und der andere sah, dass er auf dem Kopf Brot trägt, von dem die Vögel fraßen. Als sie nun die Gottesfurcht von Yusuf a.s. sahen, sagten sie: Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Und bevor Yusuf a.s. ihnen die Träume deutet, rief er sie zu Allah subhanahu wa ta'ala. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von den Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen. Ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Abraham, Ishaq, Isaac und Jakob gefolgt. Sie folgt nur einer Religion und diese Religion ist der Islam. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah, der eine, der Allbezwinger? Was ist besser? Bete Allah an. Und danach, nachdem er ihnen Dawa gemacht hat, sie zum Islam lud und zu ihnen sprach: Jetzt nenne ich euch die Interpretation der Träume. O meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Das ist der, der träumte, dass er auf dem Kopf Brot trägt, von dem die Vögel fraßen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die er um Auskunft fragt. Und er sagte zu dem von den beiden, von dem er geglaubt hat, dass er entkommen werde: Erwähne mich bei deinem Herrn. Yusuf a.s. wollte, dass sein Fall den König erreicht, so dass der König ihn vielleicht befreit. Es gibt hierzu zwei Interpretationen. Eine Interpretation ist, dass dieser Mann, welcher das Gefängnis verließ und bei dem König arbeitete, als er im Palast war und dem König nahe war und all den Luxus des Lebens sah, vergaß er Yusuf a.s. Die andere Interpretation ist, dass Sayyidina Yusuf a.s. vergessen hatte, Allah subhanahu wa ta'ala zu fragen. Er fragte den Mann, der den König fragen sollte, anstatt Allah zu fragen. Fragte er den König, ihm zu helfen. Shaitan ließ ihn vergessen und in manchen Tafsir-Büchern wird gesagt, dass Jibril zu Sayyidina Yusuf kam und ihm sagte: Wer ist der, der dich aus dem Brunnen befreite? Yusuf a.s. sagte: Allah. Wer war es, der dich sicher nach Ägypten brachte? Yusuf sagte: Allah. Wer ist derjenige, der dich an den rechten Platz erhöht und dich geehrt hat? Er sagte: Allah.
Wer ist derjenige, der dich vor der Fitna von der Frau des Aziz schützte? Er sagte, Allah. Er sagte, wenn Allah derjenige ist, der dich während all dem schützte, wie kommt es, dass du anstatt Allah zu fragen, den König fragtest, ob er dich aus dem Gefängnis befreit? Und Yusuf blieb im Gefängnis. Die meisten Erzählungen sagen 7 Jahre. Eines Nachts war der König am Schlafen und sah einen seltsamen Traum. Und der König sagte, ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden und 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre. Der König war sehr besorgt wegen dem Traum. Er fing an, zu den Leuten um sich herum zu sprechen, speziell zu den weisen Männern, zu den Gelehrten, die um ihn herum waren, und sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wer ebenfalls anwesend war, derjenige, der mit Yusuf im Gefängnis war, er erinnerte sich, die beste Person, die die Träume deuten kann, ist Yusuf, alaihi salam. So ging er nun zu Yusuf a.s. und sagte, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen werden, und über 7 grüne Ähren und über 7 andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. Yusuf a.s. hat nun etwas in seiner Hand, um zu verhandeln. Er ist im Gefängnis und dieser Mann kam, um ihn über die Interpretation über den Traum des Königs zu befragen. Er könnte sagen, ich sage dir die Antwort erst, wenn ihr mich befreit. Aber Yusuf tat es nicht. Er gab ihm die Antwort, ohne nach irgendetwas zu fragen. Er gab nicht nur die Antwort, sondern er gab die Interpretation, also die Antwort und seine Empfehlung. Er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt sehen, das sind die 7 fetten Kühe. Und dann sagte er, was ihr erntet, das lasst in seinen Ehren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Er sagte ihm, ihr müsst es zuteilen, auch wenn ihr jede Menge Ernte haben werdet. Benutzt nicht alles, lagert das meiste und nutzt nur das Minimum. Und dann sagte er, nach den 7 Jahren des Überflusses werden 7 schwere Jahre kommen, in denen ihr so gut wie nichts haben werdet. Und in diesen 7 Jahren werdet ihr von was essen? Von der Ernte, die ihr gelagert habt. Das sind die 7 mageren Kühe, die die 7 fetten Kühe fressen. Und 7 grüne Ähren, sie werden dies für die nächsten trockenen 7 Jahre benutzen. Und dann sagte er zu ihnen etwas, welches im Traum nicht vorkam. Und das ist ein Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Offenbarung von ihm, von Allah. Danach kommt ein Jahr, in welchem es genügend regnen wird und in welchem sie Wein und Öl pressen werden. Dies wurde dem König übermittelt. Der König war so beeindruckt davon, er wollte diese Kenntnis zunutze machen. Bringt ihn zu mir. Der Bote ging, um die Neuigkeiten Sayyidina Yusuf a.s. weiterzuleiten. Er sagte ihm, dass der König ihm anbot, das Gefängnis zu verlassen. Du bist frei. Doch die Antwort von Yusuf a.s. war unglaublich. Es war genauso unglaublich für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf sagte, nein, ich werde nicht gehen. Sayyidina Yusuf sagte, kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Yusuf a.s. wollte das Gefängnis nicht verlassen, bis seine Unschuld bewiesen wurde, da er unschuldig im Gefängnis saß. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah Erbarm für Yusuf haben, wenn ich es gewesen wäre, würde ich hastig zur Türe gehen und dem Aufruf folgen. Doch von Beginn bis zum Schluss ist die Geschichte von Yusuf alaihi salam ein Beispiel für Geduld. Das ist der Kern aus der Geschichte von Yusuf alaihi salam. Also sammelte der König all diese Frauen und sagte, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Und wer kam dann? Die Frau des Aziz. Sie ist die, die all diese Frauen versammelte, und sie ist die, die all diese Frauen täuschte, und sie war die, die dafür gesorgt hat, dass Yusuf ins Gefängnis kam. Sie stand nach mehreren Jahren auf und sagte, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit mein Ehemann weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit betrogen habe, und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Nun akzeptierte Yusuf a.s. rauszukommen. Mit was rauszukommen? Mit Ehre und mit Respekt. Der König sagte, was willst du? Was möchtest du? Was wollte Yusuf a.s.? Er sagte, setze mich über die Vorratskammern des Landes ein, ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Ich habe ihnen die Lösung gesagt und ich weiß auch, was zu tun ist. So verlieren wir Yusuf eine feste Stellung im Land,
sodass er sich darin aufhalten konnte, wo er möchte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen 7 gesegnete Jahre. Vor allem was? Der Regler und Schatzmeister hinter dies ist Yusuf a.s. Und Yusuf a.s. in diesen 7 Jahren, er ging strategisch vor. Dann sorgte er für genügend Essen und Vorrat für die nächsten 7 Jahre. Also waren die ersten Jahre gemütlich für die Leute und dann wurden die nächsten 7 Jahre so schwer. Die Dürre kam nicht nur nach Ägypten, sondern auch in die Nachbarländer Ägypten. Und in diesen 7 Jahren erhöhte sich der Preis von Lebensmitteln zum Doppelten und zum Dreifachen. Und in Ägypten waren die Preise immer noch dasselbe wie zuvor. Die Dürre kam sogar nach Palästina. Und wer lebt in Palästina? Seine Familie. Und wie lang war es her? Jahrzehnte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und da kamen Yusufs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn nicht erkannten. Yusuf gab ihnen Rationen in ihr Kopf. Er gab jeden einen individuell beladenen Kamel, 10 Brüder, also gab er ihnen 10 beladene Kamele. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, sagte er, bringt mir einen halben Bruder väterlicherseits mit. Seht ihr denn nicht, dass ich euch volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Wenn ihr ihn nicht bringt, werdet ihr von mir kein Maß mehr bekommen. Und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Sie sagten, wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen und wir werden es bestimmt tun. Und er sagte zu seinen Burschen, steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck, sodass sie sie wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehren, auf dass sie wiederkommen mögen. Die Brüder von Yusuf, sie brachten mit sich ein paar Waren, um zu handeln. Die Waren, die sie mit sich brachten, waren jedoch wertlos. Sayyidina Yusuf a.s. sagte, gibt ihnen, was sie brachten, sodass sie es benutzen können, wenn sie nächstes Mal wiederkommen, ohne dass sie es wussten. Wieso tat Yusuf a.s. dies? Yusuf hatte Angst, dass sie vielleicht, wenn sie nach Hause gingen, nichts mehr hatten, was sie nächstes Mal mitbringen könnten. Als sie zu ihrem Vater zurückkehrten, sagten sie, O unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden, darum lasse unseren Bruder mit uns gehen, so bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt, wir werden ihn fürwahr behüten. Das heißt, sie werden ihn beschützen, den Bruder. Und wer war dieser Bruder? Es war Benjamin, von derselben Mutter wie Yusuf a.s. Sayyidina Ya'qub a.s. war behutsam gegenüber Benjamin. Er hat sich sehr um Benjamin gekümmert und sehr auf ihn aufgepasst, genau wie er es mit Yusuf tat. Und er vertraute seinen Söhnen Benjamin nicht an. Er sagte, kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Allah ist besser als Behütender und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und als sie ihre Taschen öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben wurde. Sie sagten, O unser Vater, was könnten wir mehr begehren? Das ist unsere Ware, sie wurde uns zurückgegeben. Also beschlossen sie, mehr Essen für ihre Familie zu besorgen. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Nun war Jakob fast überzeugt, doch sagte er, ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt. Es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ein verbindliches Versprechen gaben, dass sie Benjamin wieder zurückbringen, sagte Jakob, Allah ist Sachwalter über das, was er hier sagt. Und er sagte, O meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein, sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen, das Urteil ist allein Allahs. Als die 11 ankamen, sah Yusuf sein Bruder. Seinen geliebten Bruder, und sie waren sich sehr nah, als sie jung waren. Als Yusuf ihn sah, war es ein bewegender Moment für Yusuf a.s. Yusuf nahm seinen Bruder Benjamin, ohne dass die anderen Brüder davon Bescheid wussten. Er nahm ihn zur Seite und sagte, Benjamin, weißt du, mit wem du sprichst? Ich bin dein Bruder Yusuf. Er umarmte ihn und sagte, gewiss, ich bin dein Bruder. So sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Dann machte Sayyidina Yusuf einen Plan. Nachdem Yusuf a.s. alles organisierte, gab er jedem Einzelnen seinen Vorrat. Er hatte einen goldenen oder einen silbernen Kelch. Und wem gehörte dieser Kelch? Dieser Kelch gehörte dem König. Er sagte zu einem seiner Mitarbeiter, dass er es bei seinem Bruder Benjamin verstecken soll. Dann rief ein Rufer,
ihr habt gestohlen. Wer hatte ihn gestohlen? Wer ist der Dieb zwischen euch und wer war anwesend? Ihre Brüder, seine Brüder. Sie sagten, indem sie sich ihnen zuwandten, was vermisst ihr? Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels und dafür bin ich Bürger. Sie sagten, bei Allah, ihr wisst doch, dass wir nicht gekommen sind, um Unheil zu stiften und wir sind keine Diebe. Yusuf sagte, und was, wenn ihr Lügner seid? Was ist die Strafe? Der Grund, warum Yusuf a.s. sie fragte, war, dass in Jakobs Gesetzgebung, in welcher jemand einen Diebstahl begeht, seine Strafe war, dass er selbst zum Sklaven wird. Also fing sie an mit der Untersuchung. Und am Ende seiner Suche erreichte er auch das Kamel seines Bruders Benjamin. Und dort fanden sie den gestohlenen Kelch. Es ist euer Bruder, der gestohlen hat. Er, Benjamin, hat gestohlen. Und was ist die Strafe? Er wird zum Sklaven. Die Brüder waren geschockt. Sie sagten, wenn er stiehlt, so hat ein Bruder vor ihm schon zuvor gestohlen. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim und legte es nicht offen. Worauf wollten diese Brüder anspielen? Die Erklärung für diesen Vers von den Tafsir-Gelehrten ist, dass in der Kindheit von Yusuf sich ein Ereignis abgespielt hat. Der Vater der Mutter von Yusuf a.s., also sein Großvater mütterlicherseits, er hatte einen Götzen, der neben Allah angebetet wurde. Und er hat diesen Götzen gestohlen und zerstört. Und darauf haben die Geschwister angespielt. Sayyidina Yusuf hielt seine Emotionen jedoch in seinem Herzen und sagte nichts. Denn sie wussten nicht, dass er Yusuf ist und er musste es für sich behalten. Dann sagte er, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Jetzt versuchen die Brüder Benjamin zu retten, weil sie ihren Vater ein Versprechen gaben, dass sie mit ihm zurückkehren würden. Sie sagten, o hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen von uns an seiner Stelle, wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, nein, wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Er ist schuldig, wir werden ihn behalten. Als sie aufgaben, zogen die Geschwister sich zurück, um ein vertrauliches Gespräch zu führen. Der älteste Bruder sagte, ich werde Ägypten nicht verlassen. Ich kann meinem Vater nach diesem Ereignis nicht gegenüberstehen. Wir haben früher Yusuf betrogen und nun gehen wir zu unserem Vater und sagen, dass unser Bruder als Gefangener festgenommen wurde. Ich werde nicht gehen. Also blieb er da und die anderen Brüder verließen Ägypten. Sie kamen zurück und erzählten ihrem Vater, was geschah. Der Vater glaubte nicht daran. Wie kommt es, dass ihr erst Yusuf betrügt und kommt und lügt? Jetzt betrügt ihr seinen anderen Bruder und lügt? Also sagte er, nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. Jedoch sagten sie diesmal die Wahrheit. Sie sagten, fragt die Leute in Ägypten, alle können bezeugen, dass wir die Wahrheit sagen. Er sagte, es gilt schöne Geduld zu üben, aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Er hat nicht einmal die Hoffnung aufgegeben, Yusuf wiederzufinden. Nach all diesen Jahren, weil er sich an Yusufs Traum erinnerte, und er weiß, dass sich der Traum eines Tages erfüllen wird. Der Vater fing an zu weinen. Er trauerte so sehr um seine beiden geliebten Söhne, dass er blind wurde. Die Brüder versuchten, seinen Schmerz zu vermindern und sagten, bei Allah, du hörst nicht auf, Yusufs zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder zu denen gehörst, die umkommen. Er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Und sie ging erneut nach Ägypten, um ihre Ration zu holen. Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie, O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren und wir haben nur Ware von geringem Wert mitgebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. In diesem Moment, wo er sie betteln sah, wollte er nicht weitergehen. Er sagte, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit angetan habt? Unmittelbar als er das sagte, wussten sie, dass der Mann, der vor ihnen stande, Yusuf a.s. höchstpersönlich ist. Sie sagten, bist du denn wirklich Yusuf? Er sagte, ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen.
Es ist die Geschichte von jemandem, der durch schwierige Zeiten musste, Versuchungen, Kummer, Leid und Trauer. Doch Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Die Kernaussage der Surah Yusuf ist, Geduld und Taqwa zu besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala wird seine guten Taten nicht vernichten. Und Sayyidina Yusuf war siegreich am Ende in dieser Welt und im Jenseits. Doch es dauerte eine Weile. Aufgrund dessen wird die Geduld benötigt. Wenn wir nicht geduldig sind, sind wir nicht in der Lage, den langen Weg zu gehen. Nun verstanden sie, sie realisierten die Verluste und sagten: Bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlung begangen. Dieser Neid der Brüder gegenüber Yusuf a.s., sie waren so neidisch, dass sie versuchten ihn umzubringen, sagten nun: Du bist besser als wir. Er sagte: Keine Schelte soll heute über euch kommen, Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Hier sollte man noch erwähnen, dass Yusuf a.s. ihm vergeben hat, ohne dass sie danach gefragt haben. Er hat ihn nach all diesen Jahren, nach all diesen Kummer, nach all diesen Schmerz, hat er ihn vergeben, ohne dass sie danach gefragt haben. Subhanallah. Er gab ihnen etwas. Er gab sein Hemd. Geht mit diesem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er sein Augenlicht wieder erlangen, und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Als nun die Karawane aufgebrochen war, nahm Ya'qub a.s. den Geruch seines Sohnes Yusuf wahr, obwohl er immer noch in Ägypten war. Und dies ist ein weiteres Wunder von Sayyidina Ya'qub a.s. Sie sagten: Bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht und da hatte er sein Augenlicht wieder erlangt. Er sagte: Habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Sie sagten: O unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewiss Verfehlung begangen. Er sagte: Ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten, er ist ja der Allvergebende, der Barmherzige. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte: Betretet Ägypten, inshallah, in Sicherheit. Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Sayyidina Yusuf saß auf einem hohen Thron und erhob seine Eltern auf dem Thron empor, und sie, die Eltern und die 11 Brüder, fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Die 11 Sterne sind die Geschwister, die Sonne der Vater und der Mond die Mutter. Er sagte: O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Und Yusuf a.s. gab die Schuld nicht seinen Brüdern, sondern er schob die Schuld auf den Satan. Nach all diesen Kummer, den sie ihm angetan haben, sagte er, dass nicht die Brüder verantwortlich seien, sondern der Satan. Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Träume gelehrt. O du, Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Wali, mein Schutzherr im Diesseits und im Jenseits. Sayyidina Yusuf hatte alles, was sich ein Mensch wünschen kann. Er hatte Macht, er hatte Autorität, er hatte Reichtum, er hatte die Kontrolle über das Königreich in Ägypten, welches das größte Königreich zu dieser Zeit war. Er war wieder mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zusammen. Der Streit zwischen ihnen war gelöst. Er hatte Schönheit, er war unglaublich schön. Er hatte all das, aber für Sayyidina Yusuf ist es nichts. Schaut auf die Dua, die Sayyidina Yusuf sagte: Lass mich als Muslim, als dir ergeben, sterben und nimm mich unter den Rechtschaffenen auf. Die Dunya hatte in Yusufs Augen, alayhi salam, keinen Wert.